ist da ist. Herzlich willkommen wieder bei mir, bei Michael auf meinem Kanal auf Gran Canaria. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ein bisschen Zeit mitgebracht habt. Heute die angekündigten Videoantworten an Andreas Kaschny sowie an Jan und Marco, die sich ja mit dem Tabak, um den es heute sich drehen soll, bereits beschäftigt hatten. Mir hat ihn ja der liebe Andreas auch zukommen lassen, wofür ich mich hier mal recht herzlich bei dir bedanke, Andreas. Es geht, wie bereits im Vorspann zu entnehmen, um den Dance Club Sommer Edition 2022 natürlich. Das Pouch ist leer. Ich habe es bereits hier in das kleine Gläschen umgefüllt, wie ihr sehen könnt, damit das Aroma nicht verschwindet. In diesem wunderschön gestalteten Pouch, finde ich toll gemacht, mit Palme und Sonne, steht eine kurze Beschreibung. Handverlesene Virginia und Burley Tabake Black Cavendish, was sonst die übliche Mischung für einen Aromaten, jawohl, um einen Aromaten handelt es sich hier, und hochwertiger Virginia Flake ergänzen sich zu dieser sommerlichen Mischung. Das Besondere also an der zur Abweichung von der üblichen Mischung ist, dass auch hier kleine Flake-Teilchen sichtbare mit hinzugemischt wurden, was dem Tabaksbild, was wir uns jetzt mal anschauen wollen, gut tut. Ihr seht hier ein sehr helles, erfreulich helles Tabaksbild mit mittelbraunen Einsprengseln und ganz, ganz wenig Black Cavendish. Der normale Virginia-Anteil überwiegt, aber halt die Flake-Anteilchen, ich glaube, ich habe sie schon alle weggeraucht. Ich finde sie jetzt im Moment gar nicht beim Durchwühlen. Ja, es sind offensichtlich nur ein paar und die muss ich wohl schon in der Pfeife gehabt haben, denn ich habe den Tabak bereits schon einige Male probiert. Fangen wir mal mit nach dem Tabaksbild mit dem Aroma in der Nase an. Oh ja. Dieses Aroma ist einfach umwerfend lecker. Es soll ja sich um Kokosnuss und Karamell handeln. Und diese Kokosnuss springt einem sehr, sehr angenehm ins Gesicht und in die Nasengänge. Dass einem das Mund im Wasser anfangen lässt zu laufen. Ganz im Hintergrund merkt man auch eine leichte Karamellnote. Sie ist deutlich da, aber das Kokosaroma ist absolut im Vordergrund. Tabak rieche ich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, hier nicht. Es sei denn, es handelt sich hierbei um die Süße, die ja noch einströmt, wenn sie nicht dem künstlich zugefügten Aroma vom künstlich zugefügten Aroma herrühren sollte. Könnte es sich hier um die Süße der hier verwendeten Virginias handeln. Nun gut, schließen wir mal wieder das Glas, damit das leckere Aroma nicht entweicht, und wollen sehen, wie er sich im Abrand und im Geschmack tut, dieser vom Duft her köstliche Tabak. Passend zu diesem Tabak habe ich extra diese wunderschöne Tortuga Vape ausgesucht, hier wie ein Krater geformt wie unsere Insel. Diesen goldgelben sonnigen Mundstück und das Grün der Palmen, wie es auch auf diesem Etikett ist, und der kleinen süßen silbernen Tortuga. Ja, wollen wir das Ganze mal entzünden? Erster Versuch. Ich habe den Tabak sehr locker gestopft. Warum? Das werde ich euch gleich sagen. Da geht mir doch tatsächlich das Benzin aus. Vorführeffekt. Aber ein guter Pfeifenraucher hat immer mindestens noch ein zweites dabei.
So, da sind wir am Thema. Oh. Hm. Kokos. Süß. Lecker. Einfach Kokos. Hm. So wie es in die Nase gestiegen ist, so kommt es in den Mund rein und wieder raus. Hängt am Gaumen. Lecker Kokos. Karamell. Hm. Ja, jetzt. Ganz leicht, wie auch beim Duft, nur im Hintergrund. Und schmeichelnd diesen Kokosgeschmack. Hm. Lecker. Einfach lecker. Und ja, tatsächlich sommerlich leicht, denn es ist ein leichter Tabak. Ist, glaube ich, vom Hersteller mit 3 angegeben. Ich würde ihm höchstens eine 2 geben. Mm. Das auch. Mm. Raumaroma ist herrlich. Wo er rausgeht und wieder reingeht. Ein süßlicher Kokosnussduft. Karamell nicht, aber Kokosnussduft. Mm. Schmeckt einfach köstlich. Lässt den Speichelfluss laufen. Mm. Warum sage ich leicht gestopft? Weil ich hatte den anfangs in den ersten Ladungen zu fest gestopft und war eigentlich enttäuscht, weil er wurde heiß. Und ich habe vom Aroma kaum was gemerkt. Da ich ja ein Schnellraucher bin, leider meistens, war das unpassend. Ich habe dann den Tabak leichter gestopft, langsamer gezogen und bums, wie jetzt, war und ist das Aroma da. Einfach lecker. Kokosnuss von leichtem Hintergrund herkommendem Karamellgenuss. Der Geschmack bleibt fast bis zum Ende. Dann merkt man nur noch die Süße der Virginias. Das heißt nur, das ist ja auch lecker. So im letzten Viertel vielleicht. Es gibt ja selten einen Aromaten, der bis wirklich ganz zum Ende aushält. Das sind dann schon Hocharomaten. Da wären wir schon beim nächsten Punkt. Ist das ein Hocharomat? Nein. Meines Erachtens kein Hocharomat. Weil er schlägt nicht, nicht durch die Nase, nicht im Mund. Die beiden Aromen sind präsent, wobei Kokosnuss im Vordergrund steht. Aber sie erdrücken einen nicht. Und wie gesagt, man schmeckt auch und man riecht die Virginias. Auch wenn erst fast zum Ende hin. Aber ich schätze mal, die Virginias schwingen auch mit der Süße hier den ganzen Tabak hindurch mit. Nunmehr keine Flakes mehr drin. Also es sind wirklich nur ein paar Flakes, zumindest in der Packung, die ich hier jetzt hatte. Andreas hat sich ja gleich auf seinen Tabakladen dort gestürzt und die Edition leer gekauft dort. Denke ich mal, weil er so was von begeistert war. Und danke dir, dass du mir eins davon hast zukommen lassen für diese Päckchen. Es ist wirklich ein schöner Sommertraum. Genau richtig für das heiße Wetter, das wir zurzeit haben. Wer noch nicht probiert haben sollte, es lohnt sich wirklich. Der Preis ist, glaube ich, schon genannt worden von euch anderen. Aber kann ich nicht auch sagen. 9,95 für 50 Gramm, da kann man nicht meckern. Für wirklich guten Aromaten. Danske Club habe ich vor ewigen Jahren mal geraucht, war nie etwas drunter, was mir geschmeckt hat. Das ist jetzt der erste, der wirklich lecker ist. Und wenn es den nicht nur als Sonderedition geben würde, sondern so, würde ich ihn mir gerne immer wiederholen. Für die Sommerszeit. Hier mit meinem Resümee, liege damit wohl so ziemlich im Feld. Andreas war ja vollauf begeistert. Jan und Marco, so wie ich, sehr gut begeistert. Ist gut,
Und Erwin fand ihn nicht schlecht, aber er würde ihn sich nicht nochmal holen. Ich würde ihn, wie gesagt, nochmal holen. Also von mir eine absolute Empfehlung für diesen Aromaten von Danske Club. Wenn ihr noch eine Packung kriegen solltet, ich denke schon, probiert ihn und genießt ihn bei dieser Hitze, die wir zurzeit haben. Gut, meine Freunde, das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, bleibt mir gesund, genießt eure Pfeifchen, nicht noch allzu heiße Tage. Hasta pronto, amigo.